Oh! Jetzt. Da ist wieder was gespawnt. Ja, ich glaube, ich könnte dir eine AK mitbringen. Nee, doch nicht. Macht dann nicht. Der kriegt noch nicht mal eine AK in die. Und so wahnsinnig viel Platz hat man nicht, ne? Nee, leider nicht. Aber irgendwas hat er gemacht. Irgendwo muss es dahin sein. Close. Der hat die nicht genommen, die ist verschwunden. Ach Scheiße, jetzt muss ich wieder verbinden. Geht schon gut los. Macht er nicht. Witzigkeit kennt keine Grenzen. Tja, Tami, das tut mir leid. In den normalen Rucksack bekommt man sowas nicht rein. Ist das nicht scheiße? Wobei du auf einer Ecke bist, wo es eigentlich auch ganz gute Sachen gibt. Gut. Nirgendwo etwas zu holen. Das war aber gerade so, dass ich hier noch rausgekommen bin. Dann laufen wir jetzt einmal um das Gebäude und dann laufen wir das Türmchen da auch nochmal hoch. Oh, ich laufe wieder rum. Ja, sei vorsichtig. Oder wenn du eine Waffe hast, kill'ne. Keine Rücksicht auf Verluste. Ja, das wird schwierig. Du weißt doch, wie das ist. Die nehmen alle keine Rücksicht. Nee. Die nehmen ja noch nicht mal Rücksicht, wenn jemand ankommt und hat nur eine Axt oder sowas. Das haben wir ja vorhin gesehen. Ja, auf jeden Fall. Ecke. Diese Säcke, genau. Eine AKS sogar noch. Ach Mann, und ich kann sie nicht mitnehmen. Also von der Sache her liegt hier eine ganze Menge rum eigentlich. So. Auf jeden Fall hat sich das gelohnt. Ich habe noch ein Magazin für meine AKM gekriegt. Also Munition habe ich eigentlich vorerst genug. Grafikfehler. Das ist das.
Was? Wer war das denn? Was? Der Jens hat aber komische Töne von sich gegeben gerade. Oder hat einer Sardinen gefunden? Und dreimal Pepsi. Haben alle scheinbar ein Nahrungsproblem. Starak. ...2040 leere Dosen, schreibt einer. 50 Whiskyflaschen. Naja, haben wir auch recht, ne? Scheiße, 40 hier genug. Na gut, aber man muss ja auch mal sagen, ich sage mal, das wäre ja auch zu einfach, ne? Hui. Hast du am wenigsten schon irgendeine Waffe? Nein, nur das Hatchet. Naja, mit dem Hatchet kannst du ja ganz gut umgehen. Ausreichend, du, ja. Ich sehe deine Bucht, wo du bist. Von Jensel? Wo kommst du? Ich komme vom Berg oben. Von deiner Sicht aus auf der anderen Seite, wenn du bei Railway Station. Ja, genau. Und ich bin auf der anderen Seite der große Berg. Ich sehe die Brücke. Ich komme jetzt, laufe jetzt direkt auf die Brücke zu, den Berg runter. Na gut, dann komme ich da mal hin. Dann haben wir uns wenigstens wenn wieder. Überlebe. Wobei ich auch zu dieser, man könnte ja Objekt All. Das ist ja über dieser, über diese Railway Station. Da ist eigentlich ein Militärlager. Da könnte man gucken. Ja, dann komm doch dahin. Ich bin jetzt an der Brücke. Gut, ich komme, bin ja auch gleich bei der Brücke. Kann sich nur noch um eine Minute handeln oder sowas. Natürlich bin ich dann auf der anderen Seite. Aber das macht nichts. Über die Brücke ist man ja schnell drüber gelaufen. Der Jens hat einen starken Atem. Der hat wieder irgendwie... Ja, entschuldige. Naja, das macht nichts. Vielleicht hast du ja auch eine Frau und unten drunter hocken. Man weiß es ja nicht, ne? Ja, warte mal. Geh mal zur Seite. Ich habe schon ein paar Mal das verboten während des Spielens, aber naja. Naja gut, ich sag mal, umso mehr Freude hast du beim Spielen, ne? Wenn es auch nur Minecraft ist. Also ich laufe schon über die Brücke, ne? Ja, ich sehe dich. Echt, du siehst mich schon? Oh, hier sind Reifen, Tank. Also Benzinkanister. Ja, oh. Aber nichts zu fressen. Hast du da Zombies bei dir? Ja. Wieso machst du sie nicht? Hinter dir, das bist du doch. Ja. Ach du Scheiße. Leute, da hast du eine ganze Armee. Dann lass uns doch noch zu diesem Objekt All gehen. Ja, probier aus. Damit wir für dich noch eine gescheite Waffe kriegen. Vielleicht überleben wir das ja mal. Hey. Also bei diesen, bei dieser Station, dieser Bahnstation, hast du alles durchsucht? Ja.
Und nüchte. Aber hier bin ich auch schon mal gestorben, glaube ich. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Der kann mit seiner Hatchet schneller laufen, wie ich mit der... Ja, das ist auch wieder der Hammer. Ich will mich mal gerade rumdrehen. Oh ja. Ein bisschen durch die Büsche laufen. Genau. Da kommt schon ein Türmchen da, glaube ich. Die sind nicht schlecht hier. Müssen hier sowieso schon ein bisschen aufpassen. Hier kommt das Ding schon. Oh ja. Als allererstes müssen wir aber versuchen, hier die... Das war ich. Okay. Weißt du, wo du bist? Ne. Ja, wenn das jetzt dieses Objekt auch da ist. Da bist du drinne schon? Ja. Geh mal in so ein Gebäude rein. Mach das, weil ich habe hier draußen noch so viele Zombies, die muss ich erstmal irgendwie abhängen. Wo die alle herkommen. Die treffen sich scheinbar irgendwo, um zu mir. Ja, die haben alle Facebook. Die haben alle Facebook. So, ich bin drinne. Oh, eine MP5A5. Ja, das hört sich doch schon mal ganz gut an. Könnte man doch was machen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Weißt du ungefähr, bist du rechts oder links? Was für eine Munition kommt da rein? MP5. Da ist noch was, M16A2. Willst du die haben, diese M16? Ist mit Stunner-Munition, ne? Ja. Ist da auch Stunner? Ist hier auch noch. Hä? Eine AK ist hier auch noch. Ja, ich habe ja eine AKM, mit der bin ich eigentlich recht zufrieden. Sag mir mal ungefähr, wo du bist. Aber für die MP5 habe ich nicht so viel Munition. Nimm erstmal, denk erstmal jetzt an dich. Ich habe ja Munition und sowas für die AKM eigentlich genug. Da oben bist du. Pass auf, es kommen zwei Zombies hoch. Hier unten liegt auch noch eine AK-74U. Was immer das auch ist. Ja, genau, das, was immer das auch ist. Oh, das ist... Und hier unten ist noch eine AKM. Ich meine jetzt gerade irgendwie... Wollt ihr den Rucksack stecken? Aber jetzt ist sie weg. Ja, genau. Das war bei mir nämlich auch, weil die kannst du nicht in den Rucksack machen. Weil die zu groß ist für den Rucksack. Wir haben nur den kleinen Rucksack. Meine MP5 leer und dann wo ist die AKM? Unten drinne. Oh, ich habe anscheinend irgendwie einen Schock oder sowas. Da oben ist jetzt nichts mehr. Ey! Da ist einer, schießt auf mich. Wo denn? Weiß ich nicht, mach dich irgendwo hin. In der Büsche oder der hat auf uns hat auf mich gewartet. Ich verliere ganz stark Blut. Ein Arsch. Da kommt man nicht durch. Geh hier rein. Geh ins Haus. Ja, ich muss mich gerade verbinden erstmal. Ja, doch nicht draußen. Wo ist der Typ? Keine Ahnung.
Ich hab ne. Okay, ich sammle wieder ab. Komisch, wenn ich in der Nähe von Alf bin, dann sterbe ich immer. Ah, ich hab was gebrochen. Mach dir nichts draus, so ist er halt. Ja, das ist immer das Gleiche. Ach, da ist noch einer. Hoho, das war mal ein schönes Gefecht. Ich bin tot. Ich unterbreche die Aufnahme. Ja, Leute, da bin ich wieder. Und jetzt bin ich bei Nems Factory gespawnt. Wobei ich natürlich überhaupt nicht weiß, wo das ist. Will mal gerade gucken. Nems Factory. Das kann ja eigentlich... gar nicht so weit weg sein, oder? Hast du da schon mal was gehört? Nee, ne? So ein Dingens? Nems Factory. Wirklich? Ach, ich bin wieder auf der anderen Insel. Weiter. So, Nems Factory. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Das bedeutet... Nems Factory hatten wir heute auch schon mal. Das ist die rechte Insel. Und Nems Factory ist über der Stadt mit den Hospitals, wo ich vorhin schon mal gespawnt bin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das eben gerade gar nicht mal so schlimm. Es ist ärgerlich, ich hatte eine AKM, aber ich glaube, ich hatte einen mitgenommen. Dass da zwei Mann sind, okay. Ich hoffe nur, dass der eine, den ich... Cool, der hat einen PDW, der hat einen Werkzeugkasten. Wie, hast du einen erwischt? Ja, ich habe einen erwischt, so kaputt wie ich bin, ey, das gibt's überhaupt nicht. Du bist, in der Beziehung bist du immer klasse, das hast du schon öfters gehabt. Der hat Fleisch, ich kack ab. Ja, das ist doch gut. Da kannst du dich da wieder aufpäppeln. Na, das hört sich aber klasse an. Ja, dann kannst du dich ja richtig jetzt einrüsten. Hat er auch einen großen Rucksack? Ja, ich kacke aber gleich ab, da ist ein Zombie. Problem ist, ich sehe auch nicht wirklich was. Wie viel Fleisch hat der denn? Das ist doch eine Chance. Versuch's gerade mal. Ich habe gehört, wenn man so einen Werkzeugkoffer hat, ne?